Abend in der Eile hatte ich noch vergessen, die Lichterkette beim Laden außer an der Backe zu machen. Das musste ich jetzt heute Morgen noch schnell machen. War schon wieder sehr akrobatisch. Und schweißtreibend. War heute Morgen nach Stuttgart an den Flughafen. Plan bekommen. Auf dem Plan stehen die ganzen Zufahrten drauf, aber nirgendwo steht, welche Zufahrt ich nehmen soll. Ich fahre jetzt einfach an die Containerburg von der Firma Strabag. Da fahre ich einfach hin und warte dann mal. Ich habe noch 2 Kilometer bis zu meiner Ausfahrt. Die Autobahn ist erstaunlich leer. Habe ich um diese Zeit schon weitaus anders erlebt. Schon, ich wär etwas später dran, aber oder etwas zu spät dran, aber nichts. Alles einwandfrei hier. Pforzheim runter war gar nichts durch die Baustelle. Da war ich dann berghoch das einzige Hindernis. So, fahren wir hier raus. Ich fahre einfach mal an die Containerbrücke. Die ist genau hier vorne, wo diese 3-4 Oberdreherkräne stehen. Auch das erste Mal, dass ich diese Ausfahrt nehme hier, bin ich noch nie gefahren. Oh.
ob ich da reinkomme. Thank you.
vorbei. Das ist ein Akt schon wieder, halb neun. Schlimmer wie geschafft. Schlimmer wie geschafft. So, gucken, dass ich hier wieder rauskomme. Muss hier üben, hier links auf die Trasse und dann, was heißt Trasse, auf die Baustraße. Und dann kann ich ja vorne an der Ampel, wo ich vorhin links abgebogen bin, komme ich dann jetzt quasi von rechts wieder raus. Ich will hier nur nicht durch die ganze Pampe fahren. Und da kann ich dann vorfahren. Wieder Richtung A8. Dann fahre ich rechts rum. Rechts rum fahre. Dann könnte ich da hinten gleich drauf fahren, ne? Keine gute Idee.
steht denn der Bagger? Der steht doch gar nicht mehr hier. Jetzt bin ich aber wieder. Jetzt bin ich aber wieder schön, der Depp hier, ne? Eingeparkt hier, ne? Gucken, welche Kamera ich hier am blödsten nehme. Diesel fast leer, AdBlue fast leer. Das so war. Nix.
Laterne, Laterne. Aua. Laterne, Laterne. Wobei. Ja, also heute. Vom Laden gewesen. Natürlich war der Akku leer. Ich war 12. Die Anlage wieder ein bisschen runterschrauben. Hab geladen. Geht mit nach Hause, geh ich mal aus davon. Chef hat gesagt, bring den mit. Also denke ich mal, der geht heim. Ah, ich wollte hier noch mal gucken nach dem Imbiss hier. Ne? Das ist ein trügerisches Zeichen, wenn es kurz vor 12 ist. Ihr seht ja überall Baustelle. Es ist keine Sau. Keine Ahnung. Ist nie ein gutes Zeichen.
verloren. Kann nur die Hitze sein. Kann auch gerade quatschen, weil ich habe können. Zeige ich gleich. Ein Mähdrescher hier vor mir. Und wir fahren 38, 39 km/h, so um den Dreh. Und der schwankt ein bisschen. Und da fahre ich jetzt nicht dran vorbei. Zwar eine ellenlange Schlange hinten dran, aber Stau ist nur hinten doof. Fahne ist ja cool. So, 14 Uhr. Hier haben wir schon die Baustelle. Hier arbeitet unser 39. Seine Trecker-Armada steht hier. Jetzt habe ich natürlich die Kamera in der Hand. Ne? Ich hätte das ja nicht dran machen hin. Ja, egal. So, auf jeden Fall muss ich jetzt hier wieder rückwärts rein. Schnell abgehängt. Hier ist das Teil. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Stachelwalze. Keine Ahnung. Zweimal hatte ich versucht, die Walze zu laden. Einmal ohne Gummis, hier beim ersten Versuch. Das zweite Mal habe ich dann meine Rutschmatten untergelegt. Das, was ihr jetzt gerade seht, ist das Ende vom zweiten Versuch. Danach habe ich dann die Walze einfach zurückgefahren und ja, geht halt nicht. Wie man sieht, die hat nur ganz kleine Aufstellflächen. Also Punkte, auf denen die Walze steht. Keine Chance mit der Baggerbrücke. Selbst durch die Gummis, die hat sich da einfach durchgedrückt. Ich habe jetzt lauter gelochte an die Rutschmatten. Ja,
Ich habe es dann einfach sein lassen. Ich habe mein Kram wieder zusammengepackt. Und dann ging es wieder zurück. Das, dass die Walze nur diese ja, 10x15 breite Auflagepunkte hat, aus Metall, ja. Meine Baggerbrücke ist in der Mitte Metall. Eigentlich gleich drauf oder vorher schon drauf kommen können, dass die auf irgendeine Seite wegrutschen wird. Aber man versucht es immer wieder. Ich habe es jetzt zweimal versucht, zweimal mit demselben Ergebnis. Lenk. Und ja, ich habe mich auch noch so günstig geparkt. Hier geht es noch einen Hang runter, zwar nicht viel, aber für zum Umkippen reicht es. Das brauche ich ja gar nicht. Jetzt hänge ich wieder zusammen und fahre nach Hause. So, das waren die letzten Aufnahmen von vor meinem Urlaub. Leider finde ich den Rest nicht mehr. Ich habe wohl wieder aus Versehen irgendwelche Aufnahmen gelöscht. Wie gesagt, waren die letzten Aufnahmen. Ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zusehen. War eine 50. Folge nicht würdig, finde ich. Hätte dürfen etwas mehr Pep haben. Aber gut, ist jetzt halt so. Und dann freue ich mich, wenn wir uns dann wieder in der nächsten Folge sehen. Vielen Dank, bleibt gesund und haut rein. Und vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Tschüss.